von Frickerhausen und auch die von weiter draußen. Aufgeschreckte Kerl und Weiber, Börstebinder, Hungerleider. Grießgramm, Mutzer, Dameshocke, Computer und auch Fernsehhocke. Lass jetzt alles liegen und steh. Ihr müsst jetzt auf die Straßen ausgehen. Genau. Wem 5 Ritter sind zu viel und wer es könnt, einfach nicht will. Wer also jetzt noch drin im Haus, hängt wenigstens euren Rüssel raus. Leute, lasst euch sagen, uns haben sie heute aufgetragen, ohne Murasch, ohne Bocke, durchs Dorf zu ziehen mit der Glocke. Ob stürmt, ob schneit, ob Wüstensand, haben wir die Pest oder das Hirn verbrannt. Egal, wir gehen durch jeden Mist, weil's doch für die Kerwa ist. Zuerst, liebe Zuhörer, haben wir euch eine Liebesgeschichte mitgebracht. Eine Liebesgeschichte in 3 Akten. Zuerst hätte sie so viel. Der erste Akt steht unter dem Motto, Kennenlernen. Der zweite Akt steht unter dem Motto Hochzeit und danach geht es natürlich im dritten Akt auf die Hochzeitsreise. Also es ist, kann man schon sagen, die Hochzeit des Jahres, ne? Jawohl. Die Hochzeit des Jahres. Also normalerweise London. Ein grauer Tag, es war Anfang August. Der Himmel war bewölkt, als hätte er's gewusst. Ich griff zum Telefon, um nicht allein zu sein. Ich bin frisch geworden und hätte heute für dich Zeit. Dann kam sie, ich sah in ihre Augen und irgendwie bekam ich ein Gefühl, als winkte sie mir zu und schien zu sagen, ich mochte ihre Schnitzel. Sehr alt schon und sie etwas jünger und über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren, ich bin kein Kind mehr.